ob ich mich in den Tod reinquäle oder ob ich ruhig hineinschlafe, dann wähle ich doch, dass ich ruhig hineinschlafen kann. Ich möchte mein Leben in Würde beenden. Und ich weiß auch, dass ich keine Minute verschenken werde. Dies aber hat alles mit Suizid nichts zu tun, sondern es geht um eine Abkürzung am Lebensende. Und diese Abkürzung steht jedem Menschen zu. Da hat keiner was reinzureden. Auch der Staat nicht. Ich sterbe auf Raten. Ich sieche dahin langsam. Und ich krieg's halt mit. Und das ist furchtbar für mich. Harald Meier will sterben. Aber darf er das? Den Ausflug mit seinem Neffen zum ersten FC Kaiserslautern schafft der Fußballfan nur noch selten und mit großem Aufwand. Meier leidet an Multiple Sklerose, eine Erkrankung des Nervensystems. Vom Hals abwärts kann er sich nicht mehr bewegen. Das letzte Mal, ja, da konnte ich noch aufstehen, zwischendurch als mal. Aber, und meine Arme konnte ich ein bisschen besser bewegen noch. Und da waren wir auch hier zusammen. Ich genieße jeden Tag, an dem ich mit ihm Zeit verbringen kann. Wir sprechen auch über alles, ist wirklich ein bester Freund. Deshalb versuche ich jetzt, die Zeit noch so lange zu genießen, wie es geht. Denn geht es nach seinem Onkel, sind diese Momente gezählt. Es sind ja nicht nur die schönen Momente, die da sind, sondern es sind auch viele Momente da, die eben nicht schön sind. Und wenn die überhand nehmen, ja, ist das, dann ist der Ausgleich nicht mehr da. Okay, sagt die Vernunft. Und was sagt dein Herz? Mein Herz sagt, dass ich ihn gern weiterbehalten würde. Ja. Ja. Ich werde jetzt ziemlich traurig gerade. Ich muss mich beherrschen, weil wenn ich anfange zu heulen, dann ich kann mir ja die Tränen nicht abwischen. So sehr der 49-Jährige diese seltenen Ausflüge mit seinem Neffen Alexander genießt, es reicht ihm nicht. Ich sitze 360 Tage hier und 5 Tage mache ich Unternehmungen. Ist das nicht genug, um im Leben zu bleiben? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil es gibt doch noch schöne Momente. Ja, es gibt noch schöne Momente wie das Fußballspiel. Allerdings, die schlechten Momente nehmen halt immer mehr zu. Irgendwann bin ich auch nicht mehr in der Lage, zum Fußballspiel oder zum Konzert zu gehen. Und das ist dann die Situation, in der ich nicht mehr will und nicht mehr kann. Harald Meier war Feuerwehrmann auf der US-Airbase Ramstein. Er ist 27, als die Multiple Sklerose bei ihm diagnostiziert wird. Der Krankheitsverlauf ist sehr unterschiedlich. Bei Harald Meier zeigt sich die MS besonders aggressiv. Therapien helfen kaum. Er bekommt Medikamente gegen die Schmerzen und die Spasmen. Nun, mit 49 Jahren, gilt er als austherapiert. Die Krankheit nimmt ihren Lauf, es wird leider schlechter. Ich kann jetzt auch die Hände nicht mehr richtig also anheben oder so, geht auch gar nicht mehr. Zum Beispiel, wenn die Bettflasche zu heiß ist und die liegt auf meinen Händen, ich kann die nicht runternehmen. Ich verbrenne mich, wenn nicht schnell genug ein Assistent kommt. Das, weil ich kann mich selbst nicht mehr bewegen. Er vermisst seine Intimsphäre. Überall fremde Hände an seinem Körper. Rechts, rechte Schulter vor und linke zurück. Würdelos sei das, sagt Harald Meier. So könne er nicht weiterleben. Ich brauche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. Ich brauche Hilfe beim Ausscheiden. Das sind alles Dinge, das will kein Mensch über sich ergehen lassen. Und das habe ich jetzt schon. Und ja, das ist halt das Schlimmste. Das Schreckliche. Und besser wird's nicht.
Wie es aber werden könnte, davon hat er eine klare Vorstellung. Schub oder Erkältungen, die geben mir Ausblicke auf die Zukunft. Denn dann ist es so schlimm. Ja, draußen geht das Leben weiter. Es wird Tag, es wird Nacht. Aber ich kriege hier gar nichts mehr mit davon. So habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. So stellt sich das Leben nie jemand vor. So will ich dann nicht mehr weiterleben. Das geht nicht. Weil das ist dann mein Leben, hier im Bett liege, so wie jetzt. Und so will ich nicht enden. Das muss ich ändern. Sterbehilfe ist in Deutschland nahezu verboten. Deshalb ist die Erleichterung bei ihm groß, als das Leipziger Bundesverwaltungsgericht 2017 entscheidet. Eine Pflicht zum Weiterleben gegen den eigenen Willen darf der Staat schwer und unheilbar kranken, aber zur Selbstbestimmung fähigen Menschen nicht auferlegen. Das heißt, Menschen in extremen Notlagen müsse der Zugang zu einem tödlich wirkenden Medikament ermöglicht werden. Harald Meyer ist überzeugt davon, dass er die Auflagen erfüllt. Deshalb schreibt er einen Brief. Das kann er nur noch durch sogenannte Mimiksteuerung, also mit Hilfe der Augen. In dem Schreiben bittet er um die Herausgabe des Betäubungsmittels Natriumpentobarbital, ein Medikament, das ein schmerzfreies Einschlafen verspricht. Sein Brief geht an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Denn nur diese Behörde darf die Erlaubnis erteilen. Erst Monate später antworten die Sachbearbeiter, verlangen zahlreiche Gutachten, Atteste und Beglaubigungen und verweisen auf Alternativen, etwa auf Hospize oder auf die Palliativmedizin. Für Harald Meyer sind das jedoch keine Optionen. Alternativen wären auf die Bahngleise stellen oder in den See zu fahren. Das wären Alternativen. Andere Alternative habe ich nicht. Sein Anwalt ist zugleich Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Robert Rossbruch vertritt 4 Patienten, die sich alle um die Herausgabe des Betäubungsmittels bemühen. Rossbruch glaubt, dass er trotz des Gerichtsurteils weiter für die Herausgabe des Medikaments kämpfen muss. So wie bei dieser Ausschusssitzung im Bundestag. Denn schon bald wird deutlich, der damalige Bundesgesundheitsminister fühlt sich nicht an das höchstrichterliche Urteil gebunden. Im Gegenteil. Ich werde alles, was mir möglich ist, tun, dass keine staatliche Behörde, erst recht keine in meinem Verantwortungsbereich, jemals zum Handlanger einer Selbsttötung wird. Meine Damen, meine Herren, darauf können Sie sich verlassen. Gröhe beruft sich auf den Paragraphen 217, den Paragraphen, der Sterbehilfe weitgehend verbietet. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Diesen Paragraphen gibt es erst seit 2015. Mit ihm wollte der Bundestag Sterbehilfeorganisationen das Handwerk legen. Seitdem ist mehrfach geleistete Sterbehilfe verboten. Doch das weitgehende Verbot der Sterbehilfe ist umstritten. Eine große Mehrheit der Deutschen will das Lebensende selbst bestimmen. Und auch das Bundesverwaltungsgericht urteilt 2 Jahre nach dem Sterbehilfeverbot, es kann ein Recht auf Sterben geben. Deshalb sah auch der krebskranke Hans-Jürgen Brennecke endlich eine Chance. Er leidet unter einem besonders schnell wachsenden Tumor. Das Betäubungsmittel Natriumpentobarbital wäre sein Notausgang. Also stellte auch er gleich nach dem Urteil einen Antrag auf die Herausgabe dieses Mittels. Ich will das nicht jetzt, sondern wenn ich es brauche, brauche ich es schnell. Und deshalb muss jetzt der Antrag gestellt werden, damit die Herrschaften irgendwann mal zu Potte kommen und entscheiden, dass ich das beziehen darf. Für ihn ist Sterbehilfe ein Garant, das Leben bis zum Schluss im Griff zu haben und daher Lebenshilfe. Die erste Antwort der Behörde kam nach 6 Monaten. Man bat den Krebskranken um Zeit. Wieder Monate später forderte die Behörde jede Menge Gutachten und Atteste an, um sorgfältig zu prüfen, wie es damals heißt. Man spielt auf Zeit und man baut Hürden auf, die eine Genehmigung unmöglich machen. Als Beispiel,
In dem neuen Schreiben soll erstens ein Psychiater Stellung nehmen als Gutachter, ein Notar soll Stellung nehmen als Gutachter, ein Palliativmediziner soll Stellung nehmen. Die schreiben wirklich, man soll darüber ein Gutachten bringen, ob es unerträglich ist. Die spinnen doch. Diese Forderungen sind aus meiner Sicht ganz klar auch Verzögerungstaktik. Nebenbei bemerkt, zahlen diese Gutachten nicht die Kassen, sondern die müssen aus der eigenen Tasche der Betroffenen gezahlt werden. Einige Betroffenen haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, diese Gutachten zu finanzieren. Allerdings bringt das Urteil die Behördenmitarbeiter in eine tatsächlich schwierige Lage. Denn sie sollen nun abwägen, ob ein Mensch sterben darf oder nicht. Ich stelle mir die Frage, wer kann eigentlich unerträgliches Leid definieren? Was sind eigentlich die extremen Ausnahmefälle? Alles das, was Leipzig dort formuliert hat. Da ist ein Urteil gefällt worden mit der Frage, definiert das mal bitte. Jetzt stelle ich mir die Frage als Gesetzgeber, ich soll unerträgliches Leid? Wie soll ich testen, ob einer wirklich frei entscheidet oder in einer Drucksituation ist? Ich glaube, dieses Urteil ist nicht umsetzbar. Das ist genau das Problem. Hans-Jürgen Brennecke ist befremdet. Kann er nicht selbst beurteilen, was für ihn unerträglich ist? Der ehemalige Lehrer und Sozialarbeiter will sterben, wie er gelebt hat. Selbstbestimmt. Ich war das ganze Leben lang optimistisch und positiv eingestellt. Ich habe immer das Glas halb voll gesehen. Ich hatte ein wunderbares Leben und muss am Ende nicht noch künstlich ein paar Tage, Wochen oder gar Monate rausschinden in einem üblen Zustand. Das will ich nicht und das werde ich auch nicht machen. Es ist für mich auch ein Widerspruch, dass man andere Mittel frei kaufen kann, mit denen man sich letztlich auch umbringen kann, nur auf eine furchtbar grausame Weise. Und das bestgeeignete Mittel wird unter Totalverbot gestellt. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Sie können sich natürlich mit Alkohol abfüllen und so viele Tabletten von denen und von jenen. Aber wenn Sie Pech haben, machen Sie auf. Während dieses Präparat, was hier jetzt im Gespräch ist, das NAP, eine sichere Voraussagung ermöglicht. Also todsicheres Sterben? Ein todsicheres Sterben, ja. Und solange man nicht von Schmerzen und Qual gezeichnet ist, könne man autonomer entscheiden. Aus diesem Grund hat auch die Ärztin Ulrike Franke das Natriumpentobarbital beantragt. Auch sie leidet wie Harald Meyer an MS, kann sich aber noch einigermaßen bewegen. Als Ärztin weiß sie aber ganz genau, was auf sie zukommt. Würde sich Ulrike Franke eigenmächtig das tödliche Medikament besorgen, käme die 73-Jährige in Konflikt mit dem Betäubungsmittelgesetz. Würde sie sich aber mit dem Pflanzenschutzmittel umbringen, das sie im Garten verwendet, hätte der Gesetzgeber keine Einwände. Ich möchte mein Leben in Würde beenden. Und ich weiß auch, dass ich keine Minute verschenken werde. Aber woher weiß man, dass die Zeit da ist? Darüber ist ja der Streit. Ja, sagen wir mal so, das ist dann, wenn ich der Meinung bin, ich kann nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr, weil ich nichts mehr selber machen kann. Dann liegt man, sagen wir es mal, jetzt mal nennen wir das Kind beim Namen, in meinem eigenen Exkrement und muss warten, bis irgendjemand kommt und mich davon erlöst. Und das finde ich so würdelos. Um die geforderten Gutachten zusammenzubekommen, muss sie mehrfach Gespräche mit Ärzten führen. Mit ihrem Hausarzt, mit einem Palliativmediziner, mit einem Psychiater. Alleine das dauert viele Monate. Ich bin vor Wut geplatzt, weil das eine Unverschämtheit ist. Weil das einfach eine Zumutung ist. Das geht nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das kann man nicht. Da müsste ich ja schon als junger Mensch anfangen, damit ich dann am Todeszeitpunkt all diese Gutachten habe. Kann man nicht beschönigen, das ist eine Folter. Es ist ein Witz auf der ganzen Linie, was da praktiziert wird. Es ist unerträglich. Die Beamten schauen zu, wie ein Antragsteller nach dem anderen stirbt. Und wir haben alle nicht unbegrenzt Zeit. Das ist ja die Voraussetzung. Sonst macht das ganze Antragstellen keinen Sinn, wenn man nicht schon schwer krank ist. Also haben wir keine Zeit, die spielen aber auf Zeit. Wir haben eine freie Entfaltung der Persönlichkeit und die gilt bis zum letzten Atemzug. Doch nicht jeder denkt und fühlt wie Hans-Jürgen Brennecke. Sterbehilfe-Kritiker sehen das völlig anders.
Ich würde mir im Übrigen auch manchmal in den Medien wünschen, dass auch die zu Wort kommen. Nicht die Ausnahmefälle, sondern die, die im öffentlichen Diskurs so gut wie gar nicht vorkommen. Nämlich nicht nur die, die willensstark sind und angeblich so autonom entscheiden, einen Suizid zu begehen, sondern auch diejenigen, die Druck spüren oder die sich auch manchmal selbst Druck machen und Druck nicht widerstehen können, die gehören auch in die Debatte. Die finde ich hier gar nicht. Ja, ich hab Sorge, dass ich unter Druck gesetzt werden könnte, dass ich zu teuer bin, dass mein Leben nicht lebenswert ist, dass ich der Gesellschaft zur Last falle. Elke Jahm hat Angst. Angst um ihr Leben. Nicht, weil sie an MS leidet, sondern weil sie befürchtet, dass ihr Leben als unwert gelten könnte, wenn der assistierte Suizid erlaubt würde. Sterbehilfe darf kein Instrument sein, Menschen, die eventuell mehr Hilfe brauchen, dann zu entsorgen. Weil irgendjemand meint, das kann doch jetzt kein lebenswertes Leben mehr sein. Das müsste doch jetzt beendet werden. Die 57-Jährige befürchtet, dass die Gesellschaft ein vorzeitiges sozialverträgliches Ableben gern hinnehmen könnte. So wie ich mein Leben empfinde, ist es lebenswert. Unbedingt. Und ich denke aber, dass andere Menschen, die mich sehen, wie ich mich vielleicht auch mal quäle, dass die das als nicht lebenswert sehen. Und ich möchte nicht, dass von außen an mich herangetragen wird, ob ich mal darüber nachgedacht habe, dass ich der Gesellschaft so sehr zur Last falle. Ich möchte eine solidarische Gesellschaft. Die gelernte Archäologin kann nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, jobbt nun zeitweise als Buchhalterin, arbeitet aber auch ehrenamtlich mit Kindern. Sie malt, singt und engagiert sich politisch. Ich mache mir große Sorgen um die politische Entwicklung und habe Angst davor, dass der Euthanasie-Gedanke wieder aufflammt. Wenn der Paragraph 217 abgeschafft würde oder verändert werden würde, ich hätte Angst. Elke Jahm hat einen Sohn, Jakob. Es ist nicht so, dass sie die Qualen der Krankheit oder gar Gedanken an den Tod verdrängen würden. Im Gegenteil. Ich habe mit meinem Sohn schon über Sterbehilfe gesprochen. Das war auch belastend für ihn und wir sind auch sehr traurig geworden. Allerdings sein Vater hat sich das Leben genommen, ohne das mit uns zu besprechen. Und das war natürlich sehr dramatisch und ich glaube, dass es für meinen Sohn leichter zu akzeptieren wäre, wenn ich das mit ihm ruhig besprechen kann. Jakobs Vater litt an Depressionen, brachte sich um, als Jakob 15 war und hinterließ eine Mischung aus Nichtverstehen und Selbstvorwürfen. Die Gedanken, dass man dem Menschen hätte helfen können, sind auf jeden Fall da. Ein plötzlicher Suizid hinterlässt viele Fragen und Ungewissheiten. Und ich würde sagen, ein Loch, was viel Zeit braucht, um wieder zuzuwachsen. Die Festlegung der Stunde des Todes kann belasten, vor allem aber entlasten, findet der 26-Jährige. Für mich ist es viel einfacher, einen Menschen zu verabschieden, wenn der Mensch da ist, als wenn der Mensch schon weg ist. Jakob ist im Gegensatz zu seiner Mutter für die Sterbehilfe. Doch er sieht auch die Gefahr, dass ein Tötungsmittel, ist es erst einmal im Haus, auch zum Einsatz kommen könnte. Als es mir gar nicht gut ging, ja, da wollte ich nicht mehr. Da war es mir nicht mehr viel wert, mein Leben. Da hätte ich es gern beendet. Und ich bin froh, dass ich nicht beendet habe. Wenn es mir sehr schlecht geht, dann kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass es wieder gut werden könnte. Deswegen möchte ich auch das Medikament nicht, ich persönlich möchte das Medikament nicht zu Hause haben. Die Frau, die kann das auch nur bis zu einem gewissen Punkt ertragen. Und für sie ist das dann auch irgendwann zu viel. Und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist für sich, selbst zu entscheiden, dann
muss man das beenden dürfen. Das tut mir leid für Menschen, die gerne sterben wollen und professionelle Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Es tut mir leid. Und es tut mir auch leid für mich, wenn ich eventuell wieder in eine Lage kommen würde, in der ich gerne sterben möchte. Aber ich würde das eher in Kauf nehmen, dass ich dann entweder mich selber töten muss. Wenn man es noch kann. Ja. Aber das würde ich dann auch meinen Angehörigen zumuten. Würdest du denn als Angehöriger deiner Mutter dabei helfen, sich umzubringen? Das wäre eher schwierig für mich, ja. Es wäre eher schwierig für mich, meiner Mutter zu helfen, sich umzubringen. Es würde mir einiges erleichtern, wenn ich dabei professionelle Hilfe hätte. Ein professioneller ärztlicher Begleiter könnte das ohne weiteres machen und unproblematisch machen und hätte möglicherweise auch keine mentalen und psychischen Probleme. Das muss aber jetzt, weil das unter Strafe steht, nach dem § 217 Strafgesetzbuch, ein Angehöriger tun. Also der Gesetzgeber weiß gar nicht, was er den Angehörigen antut. Und auch den Schwerkranken. Monatelang hat Ulrike Franke, wie von der Behörde gefordert, Formulare ausgefüllt, Gutachten und Arztberichte eingereicht, um das tödliche Medikament zu bekommen. Es war schon belastend. Wie belastend? Hammerhart. Nachts schwitzen ist zum Beispiel so ein Zeichen. Dann bin ich überfordert. Und das war damals häufig. Und Sie wissen schon, dass das umsonst war jetzt, gell? Nein, das wusste ich nicht. Ich zeige Ihnen mal was. Möchten Sie das mal lesen? Nach unseren Recherchen hatte sie in Wirklichkeit nie eine Chance. Das belegen interne Unterlagen. Hinauszögern. Tatsächlich erwägt ein Mitarbeiter des Bundesgesundheitsministeriums in dem internen Schriftwechsel: weiter nicht entscheiden über vorliegende Anträge, weiter hinauszögern. Nun stellt sich also heraus, die Anforderung der Unterlagen für eine angebliche Prüfung bloß ein Trick der Behörde. Die Beamten dachten gar nicht daran, das Urteil zu befolgen und das Medikament freizugeben, wie der uns vorliegende interne Schriftwechsel von damals beweist. Schon 3 Tage nach dem Leipziger Urteil schreibt ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums: in einer Besprechung am 6. März 2017 machte die Leitung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium deutlich, dass sie die Erteilung solcher Erlaubnisse nicht mittragen könne. Der einfache Grund: der damalige Gesundheitsminister Gröhe will es so. Prüfung hin oder her. Ein Kriterienkatalog des BfArM zur Feststellung des Vorliegens solcher Extremfälle nach Maßgabe des Bundesverwaltungsgerichts würde die bisherige ethisch-politische Linie von Herrn Minister konterkarieren. Hatten Sie jemals vor, dem Urteil Folge zu leisten? Ich hatte vor, mich mit diesem Urteil zu beschäftigen. Aber hatten Sie vor, dem höchstrichterlichen Urteil Folge zu leisten? Entschuldigung, durch Wiederholung wird die Frage nicht origineller. Deswegen sage ich Ihnen, ich fand, es gab berechtigte verfassungsrechtliche Zweifel an den Risiken und Nebenwirkungen dieses Urteils. Und auch der neue Gesundheitsminister Spahn bleibt dabei. Das Urteil wird nicht befolgt. Die monatelange Prüfung nur ein Bluff für die Todkranken. In dem internen Schriftwechsel schreibt sein Staatssekretär an den Leiter des Bundesarzneimittelinstituts: nach intensiver Beratung im Bundesministerium für Gesundheit möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu versagen. Egal wie viel Unterlagen eingereicht wurden, egal auch was ein oberstes Gericht entschieden hat, der Bundesgesundheitsminister weist die Beamten an, das Mittel nicht herauszugeben. Vor der Kamera will Spahn uns trotz mehrmaliger Anfrage dazu nichts sagen. Sein Vorgänger wagt einen Versuch. Ich habe große Zweifel, ob eine Behörde, deren Aufgabe ist, Arzneimittel zuzulassen, eine Behörde ist, die sozusagen Selbsttötungsabsichten und Therapieaussichten bewerten kann. Jens Spahn und ich sind gemeinsam der Meinung, dass eine staatliche Behörde nicht sozusagen als
Helfeshelfer zur Selbsttötung auftreten sollte. Ich finde das für die Betroffenen wirklich einfach unglaublich, dass da so ein Show-Verfahren durchgezogen wird, wo sowieso klar ist, dass die Anträge hinterher abgelehnt werden. Also ich bin im Innersten erschüttert, dass sowas möglich ist. Das reißt einem schon den Boden unter den Füßen weg. Da kann ich nur ordinär werden und sagen, ich fühle mich total verarscht. Ich kann es nicht fassen. Das darf nicht wahr sein. Und der Herr ist immer noch in seinem Ministeramt, beziehungsweise ist damals, das muss ja noch der andere gewesen sein, war der Grüne, ne? Ich finde das einfach vom ganz Menschlichen her sowas von unmöglich. Da fehlen einem die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, ich würde ihm, ja, am besten würde ich ihm so eine Krankheit an den Hals wünschen. Ist gemein, aber das ist auch gemein. Und schon am 6.3.17. Ist es nicht auch zynisch, dann schwerkranke Menschen hinters Licht zu führen und denen nicht zu sagen, was Sache ist? Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich zu Antragsverfahren, über die ich nicht in Kenntnis gesetzt wurde, Anträge an das BfArM werden weder einem Minister noch einem ehemaligen Minister vorgelegt. Antworten des BfArM an einen Antragsteller werden selbstverständlich nicht einem ehemaligen Minister vorgelegt. Das trägt jetzt zur Sachlichkeit in dieser Debatte nichts bei. Ist das mit Ihrer Überzeugung von Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit vereinbar, dass Sie als Minister und auch Ihr Nachfolger dieses Urteil nicht befolgen? Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass sowohl mein Nachfolger wie ich selbst in dieser Frage rechtsstaatlich einwandfrei handeln. Auch Harald Meier fühlt sich getäuscht. Eine derartige Trickserei der Behörden hätte er bis dahin für unmöglich gehalten. Ich fühle mich schlecht. Man hat mich belogen. Da kommt man sich ja verarscht vor. Und das von der Behörde. Das ärgert mich. Da muss man aufrichtiger sein. Ein Bundesminister ignoriert ein höchstrichterliches Urteil und fordert seine Behörde auf, es nicht anzuwenden. Darf er das überhaupt? Wenn ein Ministerium seiner Behörde, selbst wenn es eine Bundesoberbehörde ist, wie das BfArM, dies vorgibt, alle Anträge unabhängig von der Prüfung des Einzelfalles abzulehnen, dann ist das eine ganz klare Anweisung. Und aus meiner Sicht ist diese Anweisung rechtswidrig, weil das Bundesgesundheitsministerium dem BfArM ganz klar aufgibt, ihr habt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zu missachten. Das geht gar nicht, weil eine Behörde an eine höchstrichterliche Rechtsprechung, an ein höchstrichterliches Urteil gebunden ist, zwingend rechtlich gebunden ist und dieses auch umzusetzen hat. Und der Bluff mit der angeblichen Prüfung von Anträgen der Todkranken bleibt nicht der einzige. Obwohl schon 3 Tage nach dem Urteil klar war, dass es missachtet werden soll, gibt das Ministerium ein Gutachten für 95.000 Euro in Auftrag, in der Hoffnung, für diese Missachtung im Nachhinein eine juristische Rechtfertigung zu bekommen. So schreibt ein Behördenmitarbeiter des Bundesgesundheitsministeriums: Ziel sollte sein, für die öffentliche und politische Kommunikation anhand eines solchen Gutachtens klarstellen zu können, dass das Bundesverwaltungsgericht hier eine im Ergebnis fehlgehende Entscheidung getroffen hat. Ich finde es unfassbar. Da liegt ein Urteil vor, das Betroffenen ein Recht einräumt. Und dann wird erst über länger als ein Jahr eigentlich gar nichts mit diesen Anträgen gemacht. Dann wird ein Gutachten eingeholt für gut 95.000 Euro, von dem aber vorher schon klar war, in welche Richtung das gehen soll, was Ergebnis dieses Gutachtens sein soll, möglicherweise um Zeit zu gewinnen oder eine Legitimation für das Vorgehen zu erreichen. Das Gutachten bloß eine Hinhaltetaktik, um das Urteil nicht umsetzen zu müssen? Wenn ein Gerichtsurteil der Politik etwas aufgibt, was in einem gewissen Widerspruch steht zur parallel dazu stattfindenden Meinungsbildung im Parlament, dann ist es klug,
diese Rechtsprechung einer Prüfung durch juristischen Sachverstand zu unterziehen. War es nicht so, dass Sie, bevor Sie das Gutachten in Auftrag gegeben haben, eigentlich schon wussten, was dabei rauskommt? Nein. Wenn ich einen renommierten Verfassungsrechtler um eine Einschätzung bitte, dann will ich seine Urteilsbewertung und keinen Tipp für die Öffentlichkeitsarbeit. Doch schließlich kommen den eigenen Behördenmitarbeitern gewisse Bedenken. Gleichwohl ist zu beachten, dass die rechtskräftige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sich damit nicht aus der Welt schaffen lässt. Richtig. Ein höchstrichterliches Urteil lässt sich nicht einfach ignorieren. Das hat auch die Opposition erkannt. Der Gesundheitsminister maßt sich an der Stelle etwas an, was nicht seine Aufgabe ist. Er setzt sich über Rechtsprechung hinweg, über höchstrichterliche Rechtsprechung, weist eine Bundesoberbehörde an, diese Rechtsprechung nicht anzuwenden, rechtsbrüchig zu werden an der Stelle und fährt eine langwierige Hinhaltetaktik. Den Behördenmitarbeitern wird beim Hinhalten der Todkranken zunehmend unwohl, wie der interne Schriftverkehr zeigt. Diese passive Haltung fortzusetzen, ist politisch immer schwerer durchzuhalten. Und ist unter rechtsstaatlichen Aspekten nicht unheikel. Politisch und in der Öffentlichkeit könnte dabei zum Anstoß genommen werden, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte seit März diesen Jahres die Antragsteller zum Nachweis einer extremen Notlage auffordert. Ein Dutzend Arztberichte, 65 Seiten, hat Hans-Jürgen Brennecke zusammengestellt und eingereicht. Es ist ein Skandal und es ist eine Frechheit. Wir wurden vom Bundesamt für Arzneimittel schäbig bis verlogen, bis zynisch behandelt, weil uns der Eindruck vermittelt wurde, unsere Anträge werden geprüft. Man könnte schizophren darüber werden, dass beide Seiten wissen, es wird von Anfang an total boykottiert. Es ist für mich unverständlich, wie eine Behörde so mit einem Bürger umgehen kann. Brennekes letzte Hoffnung liegt nun beim Bundesverfassungsgericht. Er ist extra aus Lüneburg nach Karlsruhe gereist. Denn dort verhandelt man über eine ähnliche Frage. Ist der Paragraph 217, der professionelle Sterbehilfe verbietet, überhaupt verfassungsgemäß? Es geht vor allem um die geschäftsmäßige, also wiederholte Sterbehilfe. Denn deren Verbot schließt professionelle Hilfe praktisch aus. Damit bliebe Sterbehilfe fast nur noch Laien überlassen. Geschäftsmäßig bedeutet zum wiederholten Mal. Wir wollen die Professionalität haben. Und diese Professionalität kann nur durch eine Wiederholung geschehen. Das heißt, es müssen Ärzte sein, die wirklich professionell diese Begleitung machen. Sterbehilfekritiker wollen eine Normalisierung von Sterbehilfe auf jeden Fall verhindern. Ich selbst, ich bin Baujahr 73, mein Vater ist 1973 an Krebs erkrankt. Bei uns war Tod und Krankheit immer mit am Abendbrottisch. Und mein Vater hat noch lange gelebt, obwohl die Prognose sehr kurz für ihn gewesen ist. Und ich habe bei meinem Schwiegervater dann festgestellt, als der eine Krebserkrankung bekommen hat vor einigen Jahren, was in der Palliativmedizin heute möglich ist. Und die Debatte so zu verengen, auch die öffentliche Debatte auf den Suizid, das halte ich wirklich für hochgefährlich. Es geht also um eine sehr persönliche Lebensentscheidung, in die der Staat sich einmischt. Aber darf er das selbstbestimmte Ende der einen zum Schutze der anderen verbieten? In Karlsruhe wird deshalb geprüft, ob der Paragraph 217, der Sterbehilfe weitgehend verbietet, das Grundrecht auf Selbstbestimmung verletzt. Ich gehöre einer Gruppe von Abgeordneten an, die den 217 Strafgesetzbuch initiiert hat. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, in der der Tod als eine Lösung für Ängste, Einsamkeit, Schmerzen oder Leiden gesehen wird. Und deshalb soll auch kein Arzt dabei helfen, das eigene Leben schmerzfrei zu beenden.
Was wir nicht wollen, ist, dass Menschen durch die Hand eines Arztes oder einer Ärztin sterben. In dem Sinne, dass der Arzt ein tödliches Medikament verabreicht. Das ist im Übrigen Tötung auf Verlangen. Und wir wollen auch nicht, dass Einzelpersonen, Vereine, Organisationen so etwas geschäftsmäßig betreiben. Wir Ärzte, wir können ja so oft den Tod verhindern, dass wir, ich meine, auch die Möglichkeit haben sollten, den Tod herbeiführen zu dürfen. In gewissen Fällen, wo wir genau wissen, der Rest des Daseins wird nur Leiden sein. Die Schweizer Ärztin Erika Preisig hat über 500 Menschen in den Freitod begleitet. In der Schweiz ist das erlaubt. Doch die Sterbehelferin ist auch dort nicht unumstritten. Das Betäubungsmittel, das sie dabei verwendet, kommt nicht aus der Schweiz. Meine Apotheke bezieht das aus Deutschland. Das finde ich ein wenig paradox. Es wird in Deutschland produziert, es wird an die Schweiz ausgeliefert und in Deutschland darf es nicht eingesetzt werden. Also am allerparadoxesten finde ich ja, dass der 217er zwar den Leuten die Bewilligung gibt, innerhalb der Familie, des Freundeskreises einmal zu helfen, aber wie, sagt man nicht. Wie sagt man nicht, und das beste Medikament Natriumpentobarbital wird nicht zur Verfügung gestellt. Das ist nicht fair. Wenn es um Leben und Tod geht, holt man sich Experten. Nur beim Suizid verweist der deutsche Gesetzgeber auf die Hilfe von Laien. Ändert man aber das Gesetz, würden die Suizidraten ansteigen und Schlimmeres, glauben Sterbehilfe-Kritiker. Wir haben ja sehr deutliche Hinweise darauf, dass in Ländern, die Suizidhilfe ermöglicht haben, die Zahl der Selbsttötung zugenommen hat. Dass auch es dabei nicht geblieben ist. Denn wenn Sie einmal sagen, es ist ein Gebot der Autonomie, dass ich jemandem auch Hilfe leiste, sich selbst zu töten, dann stellt sich schnell die Frage, warum Sie dann nicht auch die Tötungshandlung durch einen anderen erbringen lassen. Sie müssen dann schnell die Frage stellen, warum stellen wir eigentlich weiterhin Tötung auf Verlangen unter Strafe? Befürworter der Sterbehilfe halten dagegen, wenn es mehr Suizide gibt, machen eben mehr von ihrem Grundrecht auf Selbstbestimmung Gebrauch. Und die Gewissheit, dass es eine letzte Hilfe gäbe, bedeutet nicht unbedingt, dass man sie nutzt. Es mache Schwerkranke sogar gelassener. Man muss vielleicht noch sehen, dass die Menschen, die das grüne Licht bekommen, das heißt von den Berichten und vom Antrag, von der Krankheit her, besteht die Möglichkeit einer Freitodbegleitung. Von diesen gehe nur ein Drittel in den Freitod. Das sagen mir die Leute immer wieder. Sie haben mehr Lebensqualität, sie brauchen weniger Medikamente, wenn sie wissen, sie haben diesen Notausgang offen. Harald Mayer bereut heute, dass er sich nicht umgebracht hat, als er es noch selbst konnte. Ich bereue das schon, dass ich das nicht schon gemacht habe, als ich es noch konnte. Weil ich eher gedacht hatte, das wird nicht ganz so krass. Aber es ist völlig krass. Ja. Der richtige Zeitpunkt sei entscheidend, so Brennecke. Er will zur rechten Zeit sterben, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Sein Krebs ist wieder da. Es gibt neue Metastasen in den Knochen. Die Ursache dafür ist noch nicht gefunden. Da der Wirbel kurz vorm Zusammenbrechen ist, kann man keine Probe daraus entnehmen. Weil dann provoziert man den endgültigen Zusammenbruch. Und insofern bleibt es im Unklaren im Moment. Ein CT soll Gewissheit bringen. Eine weitere Chemotherapie aber würde Brennecke ablehnen. So wie er auch keine lebensverlängernden Maßnahmen will, die in seinen Augen nur das Sterben verlängern würden. Es ist seine Entscheidung und ein Arzt muss sie akzeptieren. So steht es in seiner Patientenverfügung. Palliativmedizin sei oft hilfreich und gut, so Brennecke, aber eben nicht für ihn. Ende November, Verwaltungsgericht Köln. Harald Mayer ist extra angereist. Er klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Wieder geht es um die Herausgabe des Betäubungsmittels zur Selbsttötung für Schwerstkranke. Harald Mayer und sein Anwalt erwarten, dass die Bundesarzneimittelbehörde endlich das höchstrichterliche Urteil aus Leipzig umsetzt. Das wäre eine riesengroße Erleichterung für mich. Zu wissen, dass ich den letzten Akt selbst in der Hand habe. Doch das ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch unwahrscheinlich. Denn die Arzneimittelbehörde räumt nun sogar öffentlich ein, dass sie zwar jeden Fall prüfe, aber die Anträge trotzdem keine Aussicht auf Erfolg hätten.
Die Aussage, es wird geprüft, ist eigentlich heuchlerisch. Denn es macht keinen Sinn mehr zu prüfen, nachdem klar ist, dass aufgrund der Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums alle Anträge abgelehnt werden müssen. Es macht einfach keinen Sinn. Das Kölner Verwaltungsgericht kommt zu einem überraschenden Urteil. Das generelle Verbot von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Eine Herausgabe allerdings verstoße gegen das geltende Betäubungsmittelgesetz. Diesen Widerspruch könne nur das Bundesverfassungsgericht klären. Meyers letzte Chance. Doch seine Enttäuschung kann er nicht ganz verbergen. Im tiefsten Innern hätte ich schon damit gerechnet, dass die Entscheidung positiv für mich ausfällt. Die Krankheit hat mich so weit hingerichtet. Man sieht ja, wie schlimm das alles ist, ja, und ich möchte die Oberhand behalten am letzten Akt. Also ich möchte sagen, bis hierher und nicht weiter. Weil das ist jetzt schon eine Quälerei bis zum Gehtnimmer. Der richtige Zeitpunkt ist für Harald Meyer längst überschritten. Er ist vollkommen abhängig von 9 Helfern, der Familie, seinem Neffen Alexander. Mittlerweile wäre er auch bei seinem letzten Wunsch auf Hilfe angewiesen. Könnten Sie noch selbst Hand an sich legen? Nein, gar nicht mehr. Ausgeschlossen. Keine Chance, ausgeschlossen. Das heißt, Sie bräuchten jemanden, der Ihnen hilft? Ich bräuchte dann wieder jemanden, der mir hilft. Beim Suizid, genau. Und zwar jetzt im Moment geht es ja noch über Getränk. Ich könnte es ja zu mir nehmen, wenn es aufgelöst wird. Und könnte das noch selbst machen, ja. Das wäre aber dann nicht mehr gegeben, wenn ich schlimmere Dinge noch hätte. Also nicht mehr schlucken können? Genau, solche Sachen. Aber jemand müsste ja jetzt schon Ihnen das Medikament in den Apfelsaft geben. Genau, das müsste man jetzt schon jemand hinstellen. Bei so einem heiklen Thema zu fragen, hilf mir mal, das ist auch schwer, ja. Würdest du es machen? Für ihn würde ich es machen. Wenn er das möchte und er mich fragen würde, weil ich einfach den größten Respekt vor ihm habe. Und wenn es sein Wunsch ist, dann werde ich ihn dem auch erfüllen. Jeder, der mir das ja dahinstellt, der denkt da sein ganzes Leben drüber nach. Damit müsste ich leben, ja. Und ich weiß, dass ich es aber für ihn getan habe. Und deshalb könnte ich damit auch leben. Weil er es so wollte. Sterben dürfen, bevor man elendig sterben muss. Schwerstkranke wie Harald Meyer haben immer noch keine Chance, an tödlich wirkende Medikamente zu kommen. Doch der Tod ist nicht sein Feind. Er käme als Freund, der ihm das Ende seiner Leiden bringt. Aus Angst vor dem Tod nahm Harald Meyer sich bisher nicht das Leben. Nun aber macht ihm dieses Leben Angst. Ein Leben, das er so nicht mehr nennen mag. Die ganze Menschheit überlegt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, ich frage mich aber, gibt es ein Leben vor dem Tod? Oder das Leben, das ich habe vor dem Tod, das ist kein Leben mehr. Ja? Sein einziger Trost, das Leben hält auf Dauer niemanden fest.